Ich rufe euch zum Frieden auf. Ich rufe vor allem erstmal mich selbst zum Frieden auf. Denn Frieden beginnt immer in einem selbst drinnen. Hier im Herz. Ich habe mal wieder eine bewegte Zeit hinter mir. Ich glaube, viele Leute, die sich also so als Lichtkrieger bezeichnen oder so als Menschen, die halt der Welt helfen wollen, haben das gerade. Bewegte Zeiten. Und in solchen Zeiten, was ist das? Was ist der Sinn davon? Dass man Frieden findet. Frieden, man schaut um ins Außen und denkt sich, boah, die C-Punkt-Krise, boah, Krieg, boah, Mord, boah, Totschlag, Folter, boah, boah, boah. Also diese Welt, die uns hier umgibt, ist ja schon krass. Komplett ist jetzt mal gemeint, das ist wohl eine Dimension, in die am krassesten sind. Und wir sind hier gelandet. Und wir können hier nicht raus. Ich habe 4 Suizidversuche gemacht in meinem Leben. Ich werde keinen mehr machen. Ich will meinen Lebensweg gehen. Ich will mein Leben meistern, bis ich natürlich sterbe. Das habe ich gelernt. Das Gott hat mich immer wieder überleben lassen bei meinen Suizidversuchen. Aber was ist denn der Sinn von meinem Weg, den ich hier habe? Weil ich meine, es ist ja schon manchmal ein bisschen leidvoll und eine Qual, dieses Leben. Und nichts ist ja umsonst. Ich glaube, es ist, den Frieden zu finden. Weil hätte man den Frieden nie verloren, könnte man ihn nie finden. So ist es ja. Bei mir ist es auch so, hätte ich mein Vertrauen nie verloren, hätte ich nie die Freude gehabt, es Stück für Stück wieder zu finden. Und Frieden beginnt, wie gesagt, immer in einem drinnen, in einem, also im Herzen. Und dann kann man den Frieden auch leben und nach außen tragen. Leute, ich rufe euch jetzt auf, schließt Frieden mit euch selbst. Das ist das, was ihr machen könnt. Ihr könnt keinen anderen dazu zwingen, euch zu verzeihen. Ihr könnt keinen anderen dazu zwingen, wieder, was weiß ich, mit euch befreundet zu sein. Aber ihr könnt euch selbst könnt ihr helfen, indem ihr mit euch selbst Frieden schließt. Ist doch mal eine Idee, oder? Ja. Ja, ich bin die Vera Maria und ich blogge in YouTube und in TikTok und in ja, ganz viele verschiedene Kanäle, auch Telegram und so, über Psychosen, Psychiatriereform. Habe auch ein Buch geschrieben, Die unheimliche Magie der Psychose. Da mache ich euch einen Link in die Beschreibung rein. Ja, und ich habe eben auch einen ganz bewegten Lebensweg hinter mir. Aber heute ist irgendwie so der Tag, wo ich mir selber so ein Friedensangebot gemacht habe. Ja, weil Frieden beginnt im Herzen. Ja, liebe Grüße von mir.